Hallo meine Freunde, auch wieder mit Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir wollen heute den allerletzten Wettbewerb endlich machen mit meinem kleinen schönen Midotic, was ich natürlich nicht in dieser Edition gefangen habe, aber ich habe euch gesagt, kein Pokémon gefunden, was wirklich gut im Schönheitswettbewerb teilnehmen kann. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht ganz lustig, wenn ich mein altes Midotic rauskrame und mit ihm den Schönheitswettbewerb mache. Das habe ich mir in der dritten Gen auch gemacht. Schauen wir mal, wie ich denn jetzt hier so abschneiden werde. Der Schönheitswettbewerb. Erstmal der Normalrang natürlich. Wir müssen uns wieder hocharbeiten. Och, mit Bubum. Den kennen wir auch schon. Ja. Ich hoffe mal, die haben wir auch dann unterschiedliche Attacken. Du. Mit dem Zubrot. Das ist der Name, das Zubrot. Eieiei. Putt. Ah, ein Pudox, okay. Und Milotic. Ist leider keinen Spitznamen hatte, weil es ein Milotic ist und es sieht wow. Ja. Ich würde mal sagen, ne? Shiny Milotic, Best Milotic. Vor allem altes Shiny Milotic. Wie gesagt, erste Gen, dritte Gen. Es hat da ziemlich viel, was stört. Was ziemlich lustig ist. Ja, komm, fangen wir damit an. Taucher! Roms. So. Wie gesagt, ich mag die Musik irgendwie vom Wettbewerb total. So. Der Zugabe. Okay. Macht. Was? Okay, macht nichts Besonderes. Ist nicht mal ein Klugheitsangriff. Nicht mal ein Schönheitsangriff. Käfertrutz. Das könnte verschreckend sein. Oder auch nicht. Dunkelnebel. Okay. Ich muss doch mal nachsehen, wie viele Klugheitsangriffe die haben. Okay, Klugheits- Schönheitsangriff, wir sind im Schönheitswettbewerb. Deswegen ist ja alles blö. Okay. Dingens halte ich jetzt aber nicht über die Runde, ne? Nee, schade. Gucken wir mal kurz nach. Dunkelnebel und Horrorblick. Okay, du hast gar keinen Schönheitsangriff. Was machst du hier? Und Silberhauch und Mondschein. Okay. Den würde ich mir gerne für die nächste Runde aufheben. Also selbst wenn der, komme ich auf das. Na komm, machen wir mal den Eisstrahl, um Zubat ein bisschen auszubremsen. Horrorblick. Okay. Konnte die anderen nicht verschrecken. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich meine, Bummels kann die Schönheitsattacke ja nicht einsetzen, weil es keine hat. Und Pudox, naja. Hoffe jetzt einfach mal, dass es keine einsetzt. Weil dann könnte ich eventuell in der nächsten Runde ein bisschen was absahen. Oder das Viech macht jetzt einfach die Leiste runter. Das geht auch. Sehr gut. Ja, toll. Oder so. Silberhauch. Sehr schön. Das macht aber nur einen Punkt, ne? Ja. Schön, gibt noch einen Punkt. Wenn ich jetzt vor ihm dran bin und krieg, also vor Pudox und krieg den Schönheitsangriff durch, bin ich nicht. Ich muss es riskieren. Gena? Ist auch kein Schönheitsangriff. Okay. Daneben. Mach bitte was anderes als Schutzschild. Okay. Das ist kein Schönheitsangriff gewesen, du hast's, oder?
Nee, was nicht. Sehr gut. Perfekt. Hydro-Pumpe. Sehr schön. Das gibt richtig Punkte jetzt. So. Okay. Okay. Wieder das. Glitzer, Glitzer. Wow. Fast auf Max, ey. Fehlen nur 4 Punkte. Bis zur Hölle. Das ist nicht schlecht. Das sind viele Punkte. Viele, 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 viele Punkte. So. Rums. Haben wir die Leiste oben fast komplett voll gemacht. Sehr gut, ich bin als erstes dran. Dann machen wir direkt mal den Taucher. Um jetzt nicht direkt Punkte zu verlieren. Habe ich gar keine Lust drauf. Auch wenn ich wahrscheinlich so gewinnen würde. Aber okay. So. Und Zubat, ja, macht wieder einen Horrorblick, um die anderen nervös zu machen. Das kann es von mir aus auch tun. Das interessiert mich nicht. Und es hat nicht mehr funktioniert. Okay. Silberhauch. Okay, versucht die anderen wieder zu verschrecken. Okay. 3-3-3. Könntest du bitte die anderen verschrecken? Schade. So, wenn ich jetzt als erster dran ist, kann ich wieder die Hydro-Pumpe einsetzen und schon wieder so viele Punkte machen. Oh je. Meine Herren. Das wäre ziemlich heftig. Ich bin aber nicht als erstes dran. Schade. Nehmen wir den Surfer, komm. Einer von denen wird sowieso eine Schönheitsattacke machen. Von daher ist das egal. Ja doch, eine Schönheitsattacke. Ist ja der Schönheitswettbewerb. Oder auch nicht. Ist okay. Dann machen wir halt den Surfer. So. Zubat ein bisschen rausgebracht, das finde ich gut. So. Conter. Das war viel. Einmal Combo, allerdings war die Stärke nicht gut. Burp. Das war's. Sehr schön. Ich habe nie eine Übersicht, wie viele Attacken das sind. Es sind zwar immer nur 5, aber ich vergesse es immer. Was ziemlich dumm ist, aber okay. Ja. Yo. Yay. Cool. Tutu. Okay. Yay, wir können jetzt im Superrang antreten. Das auch mit jedem Pokémon. Apropos Pokémon, ich will mal kurz was nachsehen. Ah. Sieht doch schon mal ganz gut aus hier. So. Teilnehmen. Mit Milotic. Und das im Schönheitswettbewerb. Im Superrang. Aber ich finde es gut, dass man mit jedem Pokémon dann quasi jeden Rang bestreiten kann auf Anhieb, wenn man es einmal freigeschaltet hat. Weil das war früher etwas dumm. Wenn man dann mit einem anderen Pokémon bei meinem Wettbewerb teilnehmen wollte, musste man wieder beim Normalrang anfangen und dann sich hocharbeiten und dann so, nee. So kann man direkt ein bisschen herausfordernder machen, auch wenn die nicht wirklich schwer sind. Ehrlich gesagt, wenn man die so gefüttert hat wie ich. Was leicht krank ist, aber okay. So, Hüx.
Ja, okay, es hat einen Höcker. Deswegen wahrscheinlich Höcks. Eieiei. Und ein Milotic. Ja. Das ist schon gewonnen. Ja. Du. Und los geht's. Machen wir erstmal wieder den Taucher. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ist ganz solide. Solide 3 Punkte kriege ich dafür insgesamt. Und ich bin ein bisschen geschützt. Weil direkt mit 0 anfangen ist auch doof. Amnesie. Ist, glaube ich, ein Klugheitsangriff. Aber okay. Versucht beide zu verschrecken und kann es nicht. Sehr gut. Und der Psi-Strahl. Ja. Oh, ist ein schöner Angriff. Ich hätte jetzt auf Klugheit getroffen, weil es eine Psycho-Attacke ist. Aber egal. Und du machst die Erholung. Ach, schade. Verhindert Irritation. Bist doch doof. Lass mich dich doch irritieren. So. Und nun, Wablu. Gesang, okay. Ist auch wieder irgendwas mit Irritation, oder? Ja, es hat's nervös gemacht. Sehr gut. So, und ich würde mal sagen, es ist Zeit für die Hydro-Pumpe. Ja, die Hydro-Pumpe. Mehr kann ich sowieso nicht mehr erwarten. So. In der ersten Runde brauche ich sowieso keine Angst zu haben hier. Drecksviech. Anziehung. Boah, ekelhafte Attacke irgendwie. Daneben. Okay. Glutschönheit? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Ich hätte mir die Hydropumpe aufsparen sollen, aber was soll man machen? Oh, ein Eisstrahl. Amnesie. Schützt sich wieder, ne? Egal. So. Ich hätte vielleicht auch den Taucher machen sollen. Egal. Obwohl, jetzt sehen wir, was passiert bei einer Eisattacke. Nududu. Okay. Ich glaube, es hat was mit dem Typ zu tun, was für eine Attacke da kommt. Das heißt, es wird immer das machen. Ist irgendwie doof. Du. Yay, Erholung. Hast du nötig. Yay. Es macht nichts. Du. Okay. Ich glaube, ich habe die meisten Punkte aktuell, ne? Sieht gut aus. Fünfter und letzter. Okay, machen wir wieder einen Taucher als Abschluss. Taucher! Da. So. Huch. Ah, Ladekabel. Das Ladekabel vom 3DS hat sich gerade so ein bisschen verfangen gehabt. Es wäre ungünstig gewesen. Das habe ich nämlich gerne drin, wenn ich aufnehme. Allgemein, weil ich hier schon nicht sehe, wann es leer ist und ich den 3DS aktuell unter meinem
Unter meinem Tischhalter, unter meinem Schreibtisch. Und ich da nicht sehe, wann das Licht leuchtet. Du 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 du. Ich sehe gerade, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner hat einen verschreckenden Dinges gemacht. Ja, alles noch im Grün hier. Du, 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 das war's. Sehr schön. Du, 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 du. Und die Auswertung. Da, 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 da. Ja. Okay. Milotic ist best. Best Pokémon ever. Okay. Okay, der Hyperrang ist freigeschaltet. Und den wollen wir auch direkt mal machen. Übrigens Respekt an die, die sich das komplett angucken. Ich meine, ich werde das nicht vorspulen oder so. Das wird alles ganz schön reingesetzt. Obwohl, es ist ja alles separat eine Folge und... Mein Gott. Eine so eine Wettbewerbsrunde ging, glaube ich, jetzt 35, 40 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich könnte kurz nachsehen, aber das mache ich nicht. Der Hyperrang, wir haben es fast geschafft. Dann habe ich in allen Kategorien die Meisterrang erreicht. Und das habe ich bisher, glaube ich, in noch keinem LP gemacht. Obwohl ich schon dreimal durch Höhlen gelatscht bin. Der schon wieder. Warum er? Der geht mir voll auf den Nerv. Ja. Ist total das schöne Pokémon. Bla bla. Ein Blanas. Das heißt bla bla. Okay. Naja, nichts über mein Milotic. Yay, schönes Pokémon ist schön. Sieht so toll aus. Du, 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 du. So. Dann wollen wir mal loslegen. Bin mal wieder als erstes dran. Was denn auch sonst? Wollen wir uns erstmal schützen hier. Das Maschok könnte nervig werden. Also Mascha, das Maschok. Ist immer noch falsch, dass es weiblich ist. Ich finde es so falsch, dass Maschok weiblich werden kann. Okay, Anziehung hilft mir jetzt gerade sogar ein bisschen. Und es macht Golking nervös, sehr schön. Naturkraft! Wird zur Zugabe. Super. Ist aber eine schöne Herzattacke, okay. Muss ich gerade mal kurz nachsehen, was macht Naturkraft? Ist zu nervös. Ha ha. Ha ha. So, das ist sowas wie Dingens. What the fuck? Okay. Nett, nett. Vor Sonntag und Kano muss ich aufpassen, aber er hat jetzt nichts, was verschrecken kann. Hast du was, was verschrecken kann? Muss ich gleich mal gucken. Nö, dann doch, er hat was, was verschrecken kann. Dass er im Typs aufgeführt hat. Aber ich mach keine, also es kann keiner, das heißt Taucher kann ich eigentlich stecken lassen. Okay. Hauen wir mit dem Eisstrahl rein. Rasierblatt. Okay. Haha, die Pumpe, die Punkte klaue ich jetzt direkt mal wieder. So. Du, 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 du. Yay. Hat zwar nur 2 Punkte gegeben, aber ich habe ihn verschreckt. Das war's wert. Yay. Na, das hat Punkte gegeben. Okay. Okay, Golking ist jetzt nicht so schlimm, wenn es Punkte kriegt, weil es hat bisher, glaube ich, Aquavelle keine Punkte gekriegt. Das heißt, es ist nicht ganz so tragisch, wenn es jetzt ein bisschen abräumt.
Begeistert das Publikum. Ja. Yeah. Okay. Was macht jetzt? Ach so, auch das wieder. Warum? Mann, oh. Ich frage mich eigentlich gerade, was ein Drachen-Pokémon bei einem Drachen-Pokémon abgeben würde. Oder bei einem Elektro-Pokémon. Hm. Vielleicht später nochmal. So, ich bin relativ weit hinten. Kann ich eigentlich mal den Surfer machen, um beide zu verschrecken? Furienschlag, okay. So. Okay, die Punkte wirst du gleich nicht mehr wiedersehen. Anziehung. Oh nee. Bitte nicht. Bitte verschreck nicht oder mach nicht Milotic nervös. Ach, natürlich. Was denn auch sonst? Das ist doch dämlich. Sondersensor. Yay. Ha. Okay. Ah, versuchen wir es nochmal. Das hast du gerade schon gemacht. Oder bin ich doof? Okay, es ist so wie Dingens. Rasierblatt. Es macht keinen Unterschied, wann er es einsetzt. Du. Es wird halt nicht schwächer, das Rasierblatt. Surfer! So, 2 Punkte für mich. 2 Punkte Abzug für euch. Und noch 1 Punkt für mich. Finde ich gut. Wenn Golking jetzt auch eine Schönheitsattacke macht, dann wäre das ganz nice. Die Hornattacke war, glaube ich, verschreckend, oder? Oder auch nicht. Es hat aber keinen Schönheitsangriff gemacht. Das missfällt mir ein wenig. Grande Finale. Ja, komm, probieren wir die Hydro-Pumpe. Auch wenn es vielleicht nicht klappen wird. Okay. Ach, schade. Wird, glaube ich, nur 3 Punkte geben, ne? Ja. So, aber die Schönheit von Milotic war gut. Die gibt noch 1 Punkt mehr. Sehr schön. Du. Okay. What the fuck? Warum hat das bei Golking denn so viel abgezogen? Und einen Sonnentag noch. Aber zum Glück hat Blanas keine Schönheitsattacke gemacht. Dadurch kriegt Mascha jetzt keinen Schub. Du. Was ganz gut ist. So. Du. So. Du. Und ja, ich würde mal sagen. Jo. Mascha ist nicht schlecht, aber Milotic ist besser. Tschö. Ich muss wirklich nur ein paar Punkte immer in der zweiten Runde machen, damit ich gewinne. Was ich ganz angenehm finde, weil das ist sonst. Früher war das extrem schwer. Es ist um einiges vereinfacht worden durch die Möglichkeit, sein Pokémon so extrem zu pushen in den Werten. So. Nehmen wir wieder Milotic mit. Oh, natürlich der Schönheitswettbewerb in der Meisterklasse. Und dann haben wir es auch geschafft, wenn wir das hinter uns haben. Oh, sehr schön. Dann kann ich nämlich fürs Training für die Liga anfangen. Ich wollte nämlich das hier gerne vorher fertig haben. Und dann kriege ich es vielleicht hin, morgen den letzten Rest aufzunehmen, dass ich das Projekt morgen beende. Das wäre nicht schlecht. Spora Flora. Wenn so ein Flora. Nee, ein Giflor. Okay. Du. Sagan. Was? Sagan des Donners? Nein. Das ist eine Yu-Gi-Oh-Karte. Und kein Kled. Myra und Elisabeth.
Ah, warum? Warum ein weibliches Wohin genau? Ich finde weibliche Wohin genau so grottenhässlich. Einfach weil die einen Lippenstift haben. Sieht so falsch aus. Meine Herren. Und los geht's. Okay. Gucken wir mal. Nichts zum Stören. Du. Du hast was zum Stören. Eieiei. Und du hast auch was zum Stören. Ich muss gerade niesen. Furchtbar. Okay. Taucher oder ein Surfer? Ich kann nicht machen, was ich will, obwohl der Taucher macht genauso viel wie der Surfer und bringt mir noch den Schutz dazu. Da dass ich keinen Feuer mehr habe zum Verschrecken, ist das schon ganz okay. So. Ist eine solide Attacke für die Wettbewerbe. So. Okay. Okay. Alles noch im grünen Bereich. Agilität, okay. Sagan kommt als erstes auf jeden Fall dran. Wegen Agilität. Okay. Solarstrahl. Roms. Okay. Du bist zweiter oder dritter? Letzter. Okay. Nutzen wir es doch einfach mal aus und machen einen Surfer. Nassschweif. Okay. Schönheitsattacke? Ja. Wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn ich jetzt den Boost kriegen würde. Und, Dingens. Nicht Hydropumpe einsetze. Aber egal. Wäre allerdings auch ärgerlich, wenn ich jetzt Hydropumpe einsetze, wenn auch keine Begeisterung auf dem Publikum ist. Das wäre auch ärgerlich. Und Blättertanz war, glaube ich, sogar ein Schönheitsmove. Haha, es bringt ja aber nichts, wenn ich dich gleich aus der Ruhe bringen kann jetzt. Ja. Dann sehen wir jetzt mal den Pflanzenmove. Schauen wir mal. Mutige Blumen. Ach so, das war das. Das hatten wir ja schon mal, aber sieht sehr cool aus. Erinnert mich übrigens an das Video, das habe ich mal getwittert, von der Mega-Entwicklung, also von der Entwicklung von, also Bisasamen-Entwicklungsreihe mit Mega-Entwicklung dabei im Digimon-Style. Das ist ein sehr cooles Video. Wenn ich dann denke, verlinke ich das. Oder schreibt mich in den Kommentaren an, wenn ihr es euch interessiert, dann suche ich das raus. Das ist ein sehr cooles Video. So, es hieß auch, glaube ich, einfach nur Bulbasaur Evolution Digimon Style oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin als Dritter dran. Versuchen wir den Eisstrahl. Ich müsste Sagan ein bisschen verschrecken. Yay, die Menge tobt. Okay. Die Agilität. Die bringt dir aber nichts. Der Eisstrahl, der bringt mir was, weil ich dich jetzt verschrecke, mein Freund. Einfach in der Hoffnung, da ein bisschen dich runter zu bashen. Konter ist keine schöne Attacke. Ist eine Stärkeattacke. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt die Anzeige sinken. Ja. Ich bin als letztes dran. Das ist doch nicht sehr schön.
Versuchen wir den Surfer. Whirlpool. Okay. Wey. Kriegt Gifu jetzt schon wieder den Boost. Das wird dann aber ein bisschen knapp langsam. Das kriegt den Boost, ne? Also wenn ich das so ein bisschen verteile normalerweise auf die Pokémon, ist das kein Problem. Oder auch nicht. Es hat gar keine Punkte gekriegt. Wow. Findet keine Beachtung. Was hat Sagan gerade gemacht? Ganz ehrlich, es hat Whirlpool eingesetzt. Sehr interessante Strategie. Da hat das mal funktioniert. Ich bin als erstes dran. Yes, Hydro-Pumpe. Way. Punkte. Zusätzlich nochmal den Punkt. Und zusätzlich die Begeisterung. Ja, ich würde mal sagen, das haben wir jetzt im Kasten. Du, 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 du. Wobei ich aber sagen muss, dass das von den Pflanzen-Pokémon, das Käfer-Pokémon und das von Feuer-Pokémon hat mir bisher am besten gefallen. Die drei. Und das mit von Sue, das sah super aus. Obwohl, das war eigentlich schon das Beste von Sue. Vom Klugheitswettbewerb, das war richtig cool. Und der, ja, der räumt gerade richtig gut ab. Meine Herren. Okay. Und Giflo macht jetzt noch irgendwas? Oder macht Giflo gar nichts mehr? Den Blättertanz. Okay, als letzte Attacke ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Du, 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 du. Okay. Das sieht doch gut aus. Das war's. Okay, die Auswertung. Das dürfte doch interessant werden. Nicht allzu sehr, weil, ja. Oh. Yes. Milotic gewinnt. Sehr schön. Jetzt würde ich aber auch gerne wissen, ob da oben auch ein Shiny Milotic angezeigt wird. Ich muss jetzt gleich aufpassen. Ich kann Milotic natürlich schlecht gegen... egal. Bitte nimm das Band, Milotic Meisterrang. Yay, das schöner als Meisterband. Ich werde die weitere Kälte von dir, damit ich... Ja, nächstes Mal. Oh, hätte ich fast vergessen. Im Netz beratet jemand auf dich. Gleich hier drüben. Yes, wir haben alles geschafft. Wir sind Meister in allen Rängen. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft, alle Wettbewerber auf dem Meisterrang zu gewonnen. Großartig, einfach nur großartig. Ich gratuliere vom ganzen Herzen, Zaro. Ganz, ganz große Klasse. Xebul, Xebul. Ich habe schon viele Trainer für die Wettbewerbe ausgesucht. Und alle waren auf ihre Weise tolle Trainer. Keine Frage. Aber du, Zaro, du bist etwas ganz Besonderes. Das nicht nur, weil du der 100. Trainer bist, den ich für die Wettbewerbe auserkoren habe. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber du hast irgendwas, was dich einzigartig macht. Ich wusste echt zu gerne, was das ist. Dieses Kapitel in deiner Karriere nenne ich jedenfalls. Star gegen Sternchen, der Kampf der Giganten. Das nächste Mal, wenn du an einem Wettbewerb auf dem Meisterrang teilnimmst, Zarok, sind Xebul und ich auch mit von der Partie. Und wir werden nicht verlieren, das steht fest. Ich stehe zusammen mit Xebul jetzt schon so lange auf der Wettbewerbsbühne. Wir werden es uns also nicht nehmen lassen, ordentlich gegen dich aufzutrumpfen, Zarok. Wenn wir beide zusammen bei den Pokémon-Wettbewerben auftreten, werden die Fans das sicher lieben. Aber vor allem glaube ich, dass das ein Riesenspaß wird. Lass uns geben, was wir haben, okay? Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay.
Also muss ich theoretisch noch einen Meisterrang machen. Habe ich jetzt richtig verstanden? Wo warst du? Du musst wissen, wo ich war? Na, wo wohl? Ich habe mich darauf vorbereitet, demnächst zusammen mit dir auf der Bühne zu stehen. So, Xebul und ich haben super viel geübt und sind jetzt also jederzeit bereit. Okay. Wo ist das? Wie ist das Star-Dasein so? Okay. Als Sternchen hat man durchaus seine Pflichten. Ich habe neulich erst einen Dreh für den Dorf-Sandwich-Werbespot auf Malmfro TV. Ein Geschmack geht um die Welt. Das Dorf-Sandwich. Vielleicht hast du den Spot ja auch schon mal gesehen. Nein, ich gucke kein Fernsehen. Die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass... okay. Das heißt, ich muss noch einen Wettbewerb auf dem Meisterrang machen. Okay. Aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das wird dann in der nächsten Folge vielleicht eine kürzere Folge, aber es waren jetzt 4 lange Folgen. Also von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ich würde mal sagen, ich bin Zaork. Und ich guck mal raus, welches Pokémon wir für den letzten Abschnitt nehmen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.